Verantwortung im Ursprung, nachhaltige Verpackungen, soziales Engagement und vor allem der Bezug von Ökostrom für die Produktion. Das Familienunternehmen Teekanne strebt stets nach den besten Ergebnissen und stellt sich gleichzeitig ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen. Die Firma Teekanne gibt es in Österreich seit 1951. Wir waren die erste Tochtergesellschaft, die von der Teekanne Düsseldorf, die gegründet worden ist. Seit 1962 sind wir dann dem Standort, wo wir jetzt sind. Wir beschäftigen hier mittlerweile 160 Mitarbeiter, produzieren im Dreischichtbetrieb Tee hier am Standort. Und das sind ungefähr nicht ganz 1 Milliarde Teebeutel, die wir hier im Jahr produzieren. Die Teekanne macht den Tee und jetzt auch ihren eigenen Strom. Das Thema Dekarbonisierung ist einfach eine Sache, die wir natürlich auch auf die Fahnen geheftet haben. Das heißt, wir betreiben immer mehr Projekte in diese Richtung. Das heißt, zum Beispiel seit 2014 beziehen wir Ökostrom von der Salzburg AG. Und der nächste Schritt in diese Richtung Stromverbrauch ist vor allem jetzt diese PV-Anlage, die wir jetzt vor kurzem montiert haben. Mit der Dekarbonisierung wollen Staaten und Unternehmen weltweit CO2-Emissionen verringern und vermeiden, so auch das Familienunternehmen. Die Firma Teekanne ist zu uns oder ist an uns herangetreten, einfach weil sie einen Gedanken gehabt haben, der Dekarbonisierung auch vor allem weiter voranzutreiben und das im Sinne von der Errichtung von der PV-Anlage. Und sie wollten natürlich versuchen, größtmöglich Anlage zu bauen, um möglichst viel des Stromverbrauchs durch Eigenstromproduktion durch eine PV-Anlage decken zu können. Die One to Zero, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Salzburg AG, war zuständig für die Realisierung der PV-Anlage. Also wir haben hier ungefähr eine 100 kW Pickanlage installiert, die im Jahr ca. 100.000 Kilowattstunden an Strom produziert. Das ist einfach mal, damit man Verhältnis hat, ungefähr so viel wie ca. 20 Einfamilienhäuser im Jahr verbrauchen. Die Zusammenarbeit mit der Salzburg bzw. One to Zero war sehr gut, sehr professionell. Die Kollegen von One to Zero haben uns wirklich sehr gut betreut. Wir konnten uns jederzeit mit den Fragen hinwenden und es wurde jederzeit kompetent und schnell auch beantwortet. Energiesparen ist Kostensparen, für Unternehmen und Privatpersonen wichtiger denn je. Aber wo anfangen und wo aufhören? Welche Förderungen gibt es? Wir beraten Sie individuell und erstellen ein maßgeschneidertes Energiekonzept. Ja, also beraten lassen können Sie einerseits Privatkunden als auch Unternehmen. Das ist, was ist für beide gleichermaßen. Herantreten können Sie an uns einfach über unsere Webseite, das ist gerne am einfachsten, oder über unsere Service-Hotline bzw. bei den Messen. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg-ag.at/energieberatung.